dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 38 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Ich wünsche eine Erfrischung des allgemeinen Bewusstseinsniveaus und biete hier die Nummer 193 von Gustav Gerber zur Erfrischung. Also einschalten, Gefühle, Möglichkeit runterdrehen, Gleichgültigkeit und schon geht's los. Wie gesagt, Gustav der Gerber. Kant als Kritik der reinen Vernunft zur Untersuchung begann, ist fortzuführen als Kritik der unreinen Vernunft der gegenständlich gewordenen Sprache. Kein Gegenstand, kein Werkzeug. So. Also, die Kritik der reinen Vernunft ist fortzuführen als Kritik der Sprache. Das war dann sozusagen eine Wende im Neukantianismus, ohne groß Aufsehen erregt zu haben. Eine der wenigen Stimmen, die in diese Richtung halten. Fritz Mautner war dann derjenige, der den Rest seines Lebens der Kritik verschrieb, der Kritik der Sprache, nachdem er sich den ersten Teil seines Lebens mit Kritik von Kulturveranstaltungen für die Berliner Zeitung herumgeschlagen hat. Jetzt gerade das richtig bin. Und was hier noch auffällt, ist die gegenständlich geworden. Hiermit wird die Begriffsbildung angesprochen und überhaupt das erkenntnistheoretische Problem kann ich immer wieder hervorheben, dass es die Sache ist, um die es geht, und alles andere, was da darüber kein Bewusstsein hat, ist wie Schall und Rauch, wie bloßes Geräusch, jetzt mal abgesehen, also in logischer Hinsicht, in der üblichen Philosophie, wissenschaftstheoretischen Diskussion. Natürlich ist jetzt nicht alles Schall und Rauch, was die Begriffsbildung nicht berücksichtigt, denn es gibt ja viele Angelegenheiten des täglichen Lebens, des Vorteils, den jemand so im Leben anstrebt. Da ist es weniger von Bedeutung und kann die Sprache auch sehr nützlich sein. Aber in logischer Hinsicht und alles, was eine Allgemeingültigkeit beansprucht, hat damit im Grunde genommen, wird die Lizenz ausgestellt, um überhaupt mitreden zu können. Wenn jemand hiervon keine Ahnung hat, dann ist es auch so, dass er vom Rest dessen, was philosophisch oder wissenschaftstheoretisch oder erkenntnistheoretisch eine Rolle spielt, auch keine Ahnung hat. Und das sind nicht nur 90% der Menschheit, sondern auch 90% derer, die quasi die Bildungssysteme schmeißen. In Bezug auf die Kritik der Sprache sollte ich vielleicht noch anführen, habe ich schon einmal angesprochen, dass hier, dass das nichts mit irgendeinem Gendern zu tun hat und dass die Kritik der Sprache damit nicht erledigt ist, dass man jetzt anstelle von der Mond, das Mond oder überhaupt feministisch, alles feministisch macht. Das ist alles großer Schwachsinn, hat auch nichts mit sich die Sprache ändert zu tun, sondern das beruht einfach auf dem
ganz primitiven Vorurteil, dass das Geschlecht der Sprache etwas zu tun hat mit einem sexuellen Geschlecht eines Menschen. Das ist einfach die Dummheit, dass Leute so etwas annehmen, dass damit auch ein menschliches Geschlecht bezeichnet wird. Und dann auch der Tribut, der dieser Dummheit gezahlt wird, indem man einfach dieses Gendern fordert. Das ist alles. Hat aber mit einer grundsätzlichen Kritik der, der Sprache in Bezug auf die Rolle, die die Sprache spielt, was die Erkenntnis angeht und das, was gemeinhin als Wissen, Wahrheit, Logik, Rationalität, Vernunft bezeichnet wird, hat das überhaupt nichts zu tun. Die Kritik der unreinen Vernunft, dass Gerber hier die Sprache als unreine Vernunft bezeichnet, dem kann man sich anschließen, aber ich finde diese Formulierung nicht besonders hilfreich, weil ja der Begriff der Vernunft dermaßen mehrdeutig ist und ohne diesen zu klären, der ist auch bei Kant nicht geklärt. Das, was Kant als Vernunft versteht, das beruht auf einem Idealismus, Optimismus in Bezug auf das Erkenntnisvermögen oder Verstandesvermögen aller Menschen, das er annimmt. Dass Menschen in der Regel über sowas wie ein Bewusstsein überhaupt verfügen, das bei allen Menschen gleich ist. Und derartiger Unsinn, muss man sagen. Oder um es mild zu formulieren, Idealismus, Optimismus, aber eigentlich Schwachsinn. Denn zu glauben, man könnte auf die Menschen, die Masse der Menschen ohne die Hilfe und Unterstützung der etablierten Institutionen da etwas ausrichten gegen diejenigen, die diese Masse der Menschen auf einem bestimmten geistigen Niveau halten wollen, damit ihre Geschäfte besser laufen, ist da nichts auszurichten. Und damit bespreche ich die nächste Nummer 194, nochmal Gerber-Festspiele, nein. Durch die Kunsteinheit der Sprache erzeugt sich die Einheit der Systeme. Das denke ich mal, weiß ich jetzt wieder nicht, ob das in der Runde besprochen wurde oder in den Objektivitätsbesprechungen. Nietzsche ist derjenige, der da schon auch wohl um die Zeit, vielleicht ein paar Jahre früher, darauf hingewiesen hat, dass diese Systeme und die Systemmacher, denen er aus dem Weg geht, weil sie unredlich sind oder so ähnlich, ist hier der Punkt der, dass sich ein System, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, zeichnet sich dadurch aus, oder um noch eine ältere Sprachgewohnheit zu strapazieren, das Wesen des Systems, die Natur des Systems ist es, abgeschlossen zu sein. Und diese Abgeschlossenheit und damit auch die Einheit, die beginnt mit der Kunsteinheit, nennt es Gerber hier, der Sprache. Und zwar ist damit die Willkür gemeint, mit der die Begriffsbildung vonstatten geht. Also jetzt mal vom naiv-realistischen bloßen Identifizieren von Wort und Sache abgesehen, wenn man das jetzt mal weglässt und sich fragt, wie eigentlich die Verbindung von Wort zur Sache zustande kommt,
dann ist das nicht ohne eine Intention, ohne eine Voluntas, ohne eine Willensleistung und dahinter liegend ein Motiv. Also alles subjektivistische Geschichten möglich und diese Willkür, diese quasi Künstlichkeit, weil ja dieses Wort nie auf die Dinge in dem Sinn passt, dass man da sozusagen eine Fotografie mit entsprechender Erklärung dabei hätte. Das ist ja nicht der Fall. Das sind ja Allgemeinbegriffe und da kommt es immer darauf an, wie vom Bewusstsein her oder vom Sprachschatz, auch von der Intelligenz, jemand das dann fertigbringt, etwas so darzustellen mit Worten, sage ich mal, damit es ein anderer zeichnen kann, zum Beispiel, oder malen kann. Da erweist sich dann nämlich, wie sowas möglich ist. Da gibt es ja diese netten Gesellschaftsspiele oder auch im Fernsehen, sogenannten Fernsehen. Diese Montagsmaler, glaube ich, war die Sendung, wo dann man an bestimmten Strichen dann erkennen sollte, um was es handelt. Da erweisen sich dann die Fähigkeiten, wie Wort in Zeichenstrichen sich umsetzt, also realisiert in dem Sinn. Und das ist fürwahr dann quasi eine Kunst oder eine Kunstfertigkeit, sollte man vielleicht besser sagen. Aber ohne dieses Bewusstsein dieser Kunstfertigkeit dann zu irgendwelchen Systemen zu kommen und die Systeme, die Gedankenbauten, so Theorien oder Ideologien wie Liberalismus und Konservatismus und wie sie alle heißen, in ihrer Systematik und Abgeschlossenheit, als abgeschlossenes Weltbild. Dabei ist sich niemand der grundsätzlichen Fragwürdigkeit der Begriffsbildung oder der Willkürlichkeit, die dabei jetzt nicht in allen Angelegenheiten, weil es lässt sich nun mal aus einem Elefanten eine Mücke machen, auch wenn das umgangssprachlich umgekehrt vielleicht öfters der Fall ist. Was wollte ich sagen? Dessen ist sich niemand bewusst bei dieser, dass eben eine Willkürlichkeit. Ja, genau. Bei vielen Angelegenheiten ist es kein Thema. Da ergibt sich die durch praktische Notwendigkeit eine Selbstverständlichkeit in Angelegenheiten des alltäglichen Dingen. Das ist aber auch gar nicht der Punkt, dass es hier nicht so wichtig ist. Die Frage stellt sich nämlich genau dann, wo es Interessenkonflikte gibt und wo die Begründungen und Legitimationen von Interessenkonflikten gefragt sind. Es ist eigentlich die Angelegenheiten, die man sozusagen die politischen nennt, wo sich Leute an den überindividuellen Gebilden beteiligen in einem demokratischen Sinn, wo also Diskussionen stattfinden. Wenn das da nicht berücksichtigt wird, dass es im Grunde genommen immer um Subjektivitäten geht und eigene Interessen, dann sind diese ganzen Diskussionen vollkommen sinnlos und führen zu nichts. Das sind endlos und nur deprimierend und am Ende auch demoralisierend, weil immer nur an einem
höheren allgemeingültigen Standard herumgeredet wird, der dann, wo dann die Beteiligten eben diesen Standard einhalten, was jetzt Rationalität oder von mir aus Logik angeht oder Realität. Es ist im Grunde genommen immer ein Streit um des Kaisers Bart, um eine Realität, die es nicht gibt, um eine Logik, um die es nicht geht, weil eben die Willkürlichkeit und die Individualität und damit die Interessen nicht berücksichtigt werden. Und mit den Interessen wird die Machtkonstellation nicht berücksichtigt. Dass, wenn von Realität die Rede ist, eigentlich immer um Macht gesprochen wird. Und die Macht, die dann hinter einem Wort steht, die derjenige kennt, der die ausspricht, aber diejenigen, die die hören, nicht kennen, die ist letztlich dann entscheidend, wie viel ein Wort gilt. Ob das jetzt von einem Minister kommt oder von einem Minister kommt, der im Kabinett sowieso weniger was zu melden hat, oder ob das vom Vertreter einer Interessengemeinschaft kommt, der unter Umständen dann jede Menge Leute mobilisieren kann, die dann für öffentliche Unruhe sorgen. Oder ob das irgendein Hansel in der Fußgängerzone ist, den man befragt, ob er dieses oder jenes Politikergesicht kennt. Das sind einfach die Unterschiede, wie schwer solche Stimmen zählen. Und das ist überhaupt kein Thema, wenn immer nur in so einem Allgemeingültigkeitslevel herumgeredet wird. Bei dem ist im Grunde genommen so ausschaut, als würde jede Stimme dasselbe Gewicht haben, so wie das im Wahlverfahren den Anschein hat. Und das ist vollkommen an der sogenannten Realität vorbei. Es geht da immer nur um die Macht. Und die eigentlichen Begründungsprozesse, wie eine Legitimation von etwas ausschaut, die finden dann in speziellen Angelegenheiten dann vor dem Bundesverfassungsgericht statt. Das ist dann die Einheit, die die Legitimation dann gibt oder im Grunde genommen die eigentliche höchste Autorität im Staat, nicht das Parlament. Denn das ist nur eine wie das oft auch heißt, nur eine Quasselbude. Da wird palavert und wird ein Eindruck erweckt. Da will man einen guten Eindruck machen bei der Bevölkerung. Aber Argumentation und Begründung von irgendetwas, das findet da auch nicht statt. Da werden nur Interessen hin und her geschoben. Das ist alles nur Machtgerede. Es ist aber auch nicht so, dass das, wodurch sich das Bundesverfassungsgericht oder überhaupt die ganze Justiz konstituiert, die ganzen Paragraphen und die einzelnen Gesetze, die sind auch nicht so 100% perfekt, dass man sagen könnte, ja, man verlässt sich auf sowas. Weil da gibt es auch, wenn jetzt ein anderer Standard, ein anderes Kriterium, grundsätzlich, was die Begriffsbildung angeht, angelegt wird, dann tun sich da jede Menge Widersprüche auf, die dann zu einem endlosen Streit führen würden, jetzt unter diesen Umständen gar nicht stattfindet, weil man ganz bewusst das vermeidet, das gar nicht erst anfängt, weil das zu keinem Ende und Ergebnis führt. Aber unter anderen Gesichtspunkten, unter Wegfall der Objektivität und überhaupt der Allgemeingültigkeit in ihrer bisherigen Geltung, stehen diese Verfassungen auf dem Prüfstand. Und da geht es nicht mehr so einfach mit irgendwelchen Menschenrechtsidealen. Wir haben gefunden, dass Menschen gleich sind. Das reicht als Begründung dann nicht. Oder es reicht schon, bloß die Begründungen müssen dann ganz anders ausschauen. Das ist der Punkt.
So, jetzt muss ich nochmal schauen, was ich mit da verplaudert habe. Gute 5 Minuten. Ob wir hier noch was geregelt kriegen. Mal Gustav, Gerber. Also, die Gattungsbegriffe als die allgemeineren sind besonders unvollkommen, sofern man immer mehr abstrahieren muss von den Besonderheiten, um sie zu bilden. Wenn man Gold und Silber unter die Gattung Metall bringt. Die kommen eben nur der Benutzung durch die Sprache zugute, welche durch sie zur schnellen Verständigung geschickt wird. Und da gibt es eben, wie ich eben ausgeführt habe, etwas breiter, sehr viele in der Rechtsprechung, sehr viele Angelegenheiten, wo es quasi um Metalle, bloß um Metalle geht, aber eigentlich Gold und Silber zur Debatte steht. Also diese Art von, dass bestimmte Sachen zu differenzieren sind, was jetzt auch schon bisweilen geschieht, wenn jetzt weil eben gerade vom Gendern die Rede war, wenn hier jetzt diese Geschlechter da mit Mann und Frau und dann noch Trans Sternchen und was weiß ich, dann ist das so eine Sache, wo vorher das Metall jetzt quasi Mann und Frau war, aber jetzt noch eine Differenzierung dazukommt, dass es eben mit Mann und Frau nicht getan ist, so auf die Art. Und wenn da erst einmal das Bewusstsein da ist, auf einer größeren, breiteren Basis, dann kann da alles Mögliche in Angriff genommen werden. Das ist dann in jedem Fall für die Masse der Bevölkerung von Vorteil. Denn diese Gesetze, die stammen ja zum Teil noch aus dem Mittelalter, was jetzt die Waldgesetzgebung oder irgend sowas, Steuergesetzgebung, ist jetzt auch schon fast wieder 100 Jahre alt, wie man gemerkt hat an Amazon und Facebook, was den Eigentumsbegriff anbelangt. Und dergleichen, wie sich Eigentum rechtfertigt, was dann kommt der Arbeitsbegriff dran oder Leistungsbegriff und alles die Geschichten, da rappelt es echt im Karton. Aber das ist nur möglich, wenn diese klassische bisherige Logik, wenn damit Schluss gemacht wird. Weil ansonsten, solange sich alles in der alten Logik, in der alten Allgemeingültigkeitslogik bewegt, wird sich da nichts tun und da kann kommen, wer will. Daran wird sich nichts ändern. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Auch wenn die Linken jetzt an die Macht kämen, die wären dann auch keine anderen als alle anderen zuvor. Da wäre im Prinzip kein Unterschied, wenn man begreift, wodurch sich die alte Logik von einer neuen Betrachtungsweise unterscheidet. Okay, ja. Atkinson, der wird mir jetzt zu groß für diese Folge. Dann werde ich mich noch etwas um Gustav Gerber hier kümmern. Die Gattungsbegriffe sind besonders unvollkommen. Also je allgemeiner ein Begriff ist, umso pauschaler, umso nichtssagender, umso leerer ist er. Weil immer mehr abstrahiert werden muss. Und zwar von diesen Besonderheiten, die dann keine Rolle spielen. Und die Benutzung der Sprache ist der Punkt, dass es hier um einen Nutzen geht. Und dieser Nutzen ist ein Interesse. Und hier ist auch angebracht, den Machtbegriff zu benutzen. Und überhaupt das Ganze unter ethischen Gesichtspunkten zu betrachten. Was Praxis angeht, ist ethisch. Die Ethik ist die praktische Philosophie sozusagen. Und da geht es darum, inwiefern jemand anderen übers Ohr haut oder betrügt, einen Schein erweckt. Das ist dann immer
von der Schwere der Täuschung abhängig, inwieweit das dann strafrechtstechnisch von Bedeutung ist. Aber letztlich hat die Sprache hauptsächlich einen Nutzen und hat mit Erkenntnis erst einmal nichts zu tun. Wenn jemand in Verbindung mit Sprache von Erkenntnis spricht, da ist sofort ein Zweifel angebracht. Beziehungsweise, wenn jemand seine Erkenntnis, seine Wahrheit, sein Wissen in Form von Sprache behauptet, dann ist sofort ein Misstrauen notwendig, um diese grundsätzlichen Probleme oder Umstände anzusprechen, wie überhaupt eine Verbindung von Wort und Sache möglich ist. Logisch. So, jetzt habe ich gerade da an der Zeit vorbei ist, schön rumgeredet, damit ich mit dem 196er nicht anfangen muss. Aber jetzt heißt es Peace and Out. Hierüber bin ich geschnitten.